lass mal weitergehen, denn da vorne ist das Tischbein. Als sie beide da vor diesem Tischbein stehen, ihre Köpfe drehen, um nach oben zu sehen. Da meint die eine, ich glaube, du musst ohne mich gehen, weil sich in derartigen Höhen meine Mägen umdrehen. Die hat sich jede andere dagegen, ist so messbar. Sie kennt das auf den Tisch rauf, nach hinten rein und messen. Sie so oben angekommen, denkt sie sich so wunderbar. Jetzt hab ich erstmal diesen geilen braunen Brocken. Dann beschwört sich auf den Schiff, wie oben liegt auch was zu essen. In Null kommt man nicht, dann sie den ganzen Bock gefressen. Das war zu viel des Guten für die nächsten 10 Minuten. Kann sie sich nicht mehr schmuten, da öffnet sich die Haustür, rein tritt der Hempel. Er war beim Arbeitsamt für irgend so ein Stempel. Er geht so zwischen den Deck, sein Arschschild ist weg. Stattdessen liegt da nur noch dieses dorfte Insekt. Das hat den Effekt, dass er dieses Insekt in das Köpfchen seiner Masse versteckt. Das heißt, er checkt und probiert, ob es funktioniert. Und als es funktioniert, wird sie mit Tabak garniert, kurz angezündet und inhaliert. Um nicht abzukacken, fängt er zu swingen und dieses Kakerlaki zu singen. Boom, 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 boom